Wir möchten Ihnen heute anhand von zwei Kühen die Wirtschaftspolitik verständlich erklären. Der Christdemokrat. Sie besitzen zwei Kühe. Ihr Nachbar besitzt keine. Sie behalten eine und schenken ihrem armen Nachbarn die andere. Danach bereuen sie es. Der Sozialist. Sie besitzen zwei Kühe. Ihr Nachbar besitzt keine. Die Regierung nimmt ihnen eine ab und gibt diese ihren Nachbarn. Sie werden gezwungen, eine Genossenschaft zu gründen, um ihren Nachbarn bei der Tierhaltung zu helfen. Der Sozialdemokrat. Sie besitzen zwei Kühe, ihr Nachbar besitzt keine. Sie fühlen sich schuldig, weil sie erfolgreich arbeiten. Sie wählen Leute in die Regierung, die ihre Kühe besteuern. Das zwingt sie, eine Kuh zu verkaufen, um die Steuern bezahlen zu können. Die Leute, die sie gewählt haben, nehmen dieses Geld, kaufen eine Kuh und geben diese ihrem Nachbarn. Sie fühlen sich rechtschaffen. Udo Lindenberg singt für sie. Die Freidemokraten. Sie besitzen zwei Kühe, ihr Nachbar besitzt keine. No. Der Kommunist. Sie besitzen zwei Kühe, ihr Nachbar besitzt keine. Die Regierung beschlagnahmt beide Kühe und verkauft ihnen die Milch. Sie stehen stundenlang für die Milch an. Sie ist sauer. Der Kapitalist. Sie besitzen zwei Kühe. Sie verkaufen einen und kaufen einen Bullen, um eine Herde zu züchten. EU-Bürokratie. Sie besitzen zwei Kühe. Die EU nimmt ihnen beide ab, bezahlt ihnen dafür eine Entschädigung, tötet eine, melkt die andere, bezahlt ihnen auch dafür eine Entschädigung und schüttet dann die Milch in die Nordsee. Ein amerikanisches Unternehmen. Sie besitzen zwei Kühe. Sie verkaufen eine und lesen sie zurück. Sie gründen eine Aktiengesellschaft. Sie zwingen die beiden Kühe, das Vierfache an der Milch zu geben. Sie wundern sich, dass eine tot umfällt. Sie geben eine Presseerklärung heraus, in der sie erklären, sie hätten die Kosten um 50% gesenkt. Ihre Aktien steigen. Sie besitzen zwei Kühe. Das ist das französische Unternehmen, muss ich sagen. Sie streiken, weil sie drei Kühe haben wollen. Sie geben Mittagessen. Das Leben ist schön. Japanisches Unternehmen. Sie besitzen zwei Kühe. Mittels modernster Gentechnik erreichen sie, dass die Tiere auf ein Zehntel ihrer ursprünglichen Größe reduziert werden und dabei das 20-fache an Milch geben. Jetzt kreieren sie einen cleveren Kuh-Cartoon, nennen ihn Kuh-Kimon und vermarkten ihn weltweit. Deutsches Unternehmen. Sie besitzen zwei Kühe. Mittels modernster Gentechnik werden die Tiere redesignt, sodass sie alle blond sind, eine Menge Bier saufen, Milch von höchster Qualität geben und 160 Kilometer in der Stunde laufen können. Leider fordern die Kühe 13 Wochen Urlaub in München. Britisches Unternehmen. Sie besitzen zwei Kühe, beide sind wahnsinnig. Italienisches Unternehmen. Sie besitzen zwei Kühe, aber sie wissen nicht, wo sie sind.
Während Sie sie suchen, sehen Sie eine schöne Frau. Sie machen Mittagspause. Das Leben ist schön. Polnisches Unternehmen. Ihre beiden Kühe wurden letzte Woche geklaut. Hello.